Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit, ja. Nizar und Cheyenne, der Esel nennt sich immer zuletzt, sind wieder da. Ja. Wir haben einen wunderbaren Gast, einen wunderschönen Gast. Einen speziellen Gast. Einen ganz speziellen Gast. Einen ganz, ganz speziellen Gast. Er sieht nicht nur gut aus für einen Allmann. Nee, ich finde Allmanns sehen generell gut aus. Er sieht ein bisschen aus wie Toni Kroos, aber das sagt dir ja nichts. Wer ist Toni Kroos? Ihr seid so nett, ich habe irgendwie Angst, dass ihr mich gleich noch beklaut. Ja, das wir fangen... Klischee denken. Ja. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wir sind in der Schubladensendung hier. Meine Damen und Herren, Aaron Troschke. Ein Applaus. So. Der Aaron Troschke. Danke. Wer kennt ihn nicht? Er hat ganz YouTube auf den Kopf gestellt. Wer Aaron nicht und kennt, zieht hat ganz die YouTube Welt auch ab. Ja, das ist gut. Das ist geil. Ja. Aber gerecht. Das feiern wir. Findest du, ich ziehe ganz YouTube ab? Ja, aber gerecht. Du machst was dafür. Du hilfst ihnen und ziehst ja. sie aber ab. Ja, aber du machst ja auch was dafür. Okay. Dein Content sieht bedacht aus. Und nicht was so, ey, hi. Ja, das ist bedacht. Das ist Fernseher-like. Da hat er wirklich. Schöne Grüße an Marvin, ne? Ja, Marvin. Aber den quälst Marvin gay, du. Ey, den quälst du. Darüber reden wir aber später. Aber Marvin war beste Entscheidung meines Lebens. Aber wir stellen schon wieder einen ein. Warte, wer ist Marvin? Ich bin guck mal, Marvin ist so. Kennst du, die Araber haben immer so einen Typen dabei? So einen Läufer. Nicht so einen Läufer. So einen, wo die sagen so: Ja, das ist mein Bruder, aber wenn es hart auf hart kommt. Ja. Bruder, weißt du, wie ekelhaft der ist? Ja, das ist auch ein Araber. Der ist ein halber Araber. Ich glaube, der hat auch Wurzeln so. Ja. Nee, also Marvin ist einfach in meinem Team und er ist jung und ich führe den an alles ran. Ich habe jetzt letztens gelesen. Das so ganz höflich und bedacht versucht zu erklären. Ja. So, nicht dieses, ich erniedrige ihn, ja, ich nehme ihm seine menschliche Würde, ja, und er muss hüpfen. Wenn ich sage, hüpft, fragt er, wie hoch? Nein, gar nicht. Nein, ich führe ihn an der Hand. Genau, ja. Er muss ja lernen. Erklär das mal, auch, ja. Seitdem er bei uns ist. Also, Marvin ist ein YouTuber mit Mega-Potenzial, mega witzig, mega engagiert. So wie ich früher, wirklich. Und jetzt nicht mehr. Und der kann eben aber leider noch nicht so richtig von seiner Kunst leben. Also habe ich gesagt, komm zu mir ins Team, wir bezahlen dich. Du kannst deine Kunst ausführen, hilfst mir bei meiner. Ich helfe dir sogar bei deiner. Da kommen demnächst krasse Videos auf seinem Kanal. Mhm. Und ab und an troll ich ihn ein bisschen. Mann, der ist jung, der sieht aus wie 12. Gar. 7 emotionale Sätze, wo du sagst, boah, wie korrekt. Ja. Und dann kommt so ein kleiner, ja, ab und zu troll ich ihn. Und dann auch noch so Internet-Fachjargon, ja. Damit die Leute nicht checken, dass er eigentlich meint. Du hast es auch verstanden. Ja, klar. Weil ihr seid ja so, ich bin ja heute Außenseiter, ja? Weil ihr seid ja so Nerds. Achso, ich dachte, weil du hässlich bist. Nein. Ja, ich bin ein Riesen-Nerd. Ich bin riesig. Der ist geil. Ja. Das ist richtig, ihr beide mit euren Comics und so, schämt ihr euch nicht? Guck mal, wie alt ihr seid. Warum? Das ist das Beste überhaupt. Das ist ein. Sag mal ganz ehrlich, sag der im rosa Pulli. Ja, genau, du siehst aus wie Cameron, Alter. Was ist los? Hey, Ma. Ja. Das ist, guck mal, erstmal, jetzt, wenn man das runterbricht, wenn du jetzt auf so eine Comic-Con oder so gehst oder auf so eine Horror-Con, es sind alles alte Leute. Es gibt keinen 18-Jährigen, der so Comics und Actionfiguren sammelt. Na doch. Ja? Ja, das sind aber dann meistens die auch so klischeehaft aussehen. Ja, genau. Ja, aber die meisten sind älter. Ja, klar, was die geil meisten, ist. Die meisten. Was sammelst du für Figuren? Oh, ich habe total viel. Ich sammle WWF-Figuren. Also Wrestling aus den Die WWF wurde ja zur WWE, also World Wrestling Federation. Ja. Dann kamen auf einmal die Tierschützer, WWF gibt es auch, meinte, könnte man verwechseln. Aaron ist mein Mann, Junge. Nicht, dass jemand mal so einen Panda in Body Slam nimmt, wäre ja dumm. Also wohnen so World Wrestling Entertainment und aber von 90 bis 94 gab es von Hasbro die WWF-Figuren. Ich weiß ganz genau, welche, mit diesen Armen. Genau, und davon gibt es so 100 Stück. Und als kleines Kind hatte ich die, meine großen Brüder hatten die und mein großer Bruder hat immer so, weißt du, mich auch getrollt. So, guck mal, du hast die einen, da geht der Arm nicht so richtig. Den kannst du haben und dafür kriege ich von dir, guck mal, den Originalverpackten. Ich so, ja. Und da hatte ich so ein Ding im Kopf und jetzt habe ich mir alle 100 Stück nach und nach bei eBay Kleinanzeigen originalverpackt gekauft. Boah. In Cases. Alle 100? Ja, alle 100. Hat auch einen Wert von so 15, 16. Und da sind die Superstars von das Hulk Hogan dabei. Ja, Hulk Hogan, Bret Hart, Undertaker. Macho Man Randy Savage, Bruder. Ich war 1988, war die WWF. Ja, gut, da war ich noch nicht auf der Welt. Also. Nee, da war der 37. Da war die WWF in Dortmund und da hat mein Vater mich hingebracht. Und das vergesse ich ihm nie. Schönen Grüße an meinen Vater. Und du musst ja mal reinziehen. Das ist ja ein Mann aus Nordafrika, der hat ja so einen anderen kulturellen Background. Der nimmt seinen Sohn, wir gucken uns an und der denkt sich auch, ey, was guckt sich mein Sohn hier so halbnackte Männer an, die sich gegenseitig in so einem theatralischen Schauspielkampf messen. Und für mich war das Größte. Die alle zu denen, hab ich diesen Finger gehabt. Kennst du den? Ja, klar. Den man so auf die Hand stülpt. Das ist ein Erlebnis, wirklich diese Atmosphäre. Deswegen, ich habe ja irgendwann bin ich da raus gewesen, aber Wrestling damals, so von Mitte der 80er bis
Ende 90er, das war die beste Zeit. Ja, es war, also ich bin eben so Mitte 90er bis Dwayne The Rock Johnson ist noch mein Stone Cold Steve Austin. Aber schon, da war ich schon raus. Ja, Rocky ist trotzdem unglaublich und das feiere ich eben extrem und deswegen habe ich die gesammelt, dann bin ich natürlich riesen Herr der Ringe Fan. Ja. Also ich, Lego habe ich komplett, Herr der Ringe, Hogwarts, aber auch Harry Potter und mir alles geholt. Ich habe bei mir im Büro so einen 2,60 Meter großen Uruk-hai mit Schwert stehen, in meinem Spielezimmer steht ein Gollum aus Neuseeland in der Ecke, auch lebensgroß. Okay. Ich lebensgroß, also so groß wie ich. Ja. Und sieht wahrscheinlich auch aus wie ich. Nein. Der ist viel hübscher. Aber du bist so ein Comic-Sammler, ne? Ja, also jetzt mittlerweile nicht, weil ich lese mittlerweile viel digital. Also eigentlich nur noch, also Comics. Und das hat damals extrem viel Zeitaufwand, extrem viel Platzaufwand. Weil du musst dir ja vorstellen, ich war ja so richtig am Ende. Das heißt, jedes Comic wurde so gelesen, dann wird das in so eine Folie rein mit Backingboard. Das ist also so ein so ein DIN A4 Pappseite, die tust du hinten rein, damit das Comic gerade bleibt, damit das nicht geknickt wird. Ah. Und das tust du dann nochmal in so Comicboxen, die du alle ordnest. Mein Vater dachte echt, das war der größte Fehler, dass ich nach Deutschland gekommen bin, nachdem ich gesehen habe, was ich da am Verzapfen bin. Ne? Und das war natürlich immer dieser Effekt. Das war immer geil, weil du gehst immer in den Bonner Comicshop und ich sehe ja leider aus, wie ich aussehe. Ne? Und der Typ, es war immer, irgendwann kannten die mich, die wussten nicht, wie die reagieren sollen, weil du siehst einen Typ, der reinkommt, der aussieht wie ich. Und dann sag ich so, Entschuldigung, eine Frage, haben Sie Spider-Man 126 im goldenen Variant-Cover? Und der Typ so, das hast du richtig gesehen, der kann das gar nicht einordnen. Der so, ey, verarscht er mich jetzt? Filmt er das? Das war so unklar. Oder will er mich beklauen? Ja, oder will er mich beklauen. Du hast halt immer so, du hast so immer so in Welten gekommen, meine eigene kleine Schwester hat sich lustig über mich gemacht. So, weil sie kommt, ich bin der große Bruder. So, und bei uns, du hast ja nochmal so eine Vorbildfunktion. Ja. Du bist Führer. Nicht falsch verstehen. Gibt es in Deutschland auch. Ja. Den gab es in Deutschland auch. So, dann kommt die zu euch ins Zimmer, weil die mich irgendwas fragen will. So großen Bruder. Und du bist ja 40 Jahre älter. Ja, so großer Bruderzeug. So, ne? Ey, ich sag, kannst du mal kurz. Und dann sitze ich da einfach und lese so Spider-Man. Wie der so gerade gegen Dr. Octopus kämpft und lese das so. Ja, aber wo ist die Faszination? Wie ist die, wie bei dir? Wo kommt die her? Ich glaube, das hat eben, hast du super erzählt, so mit Kindheit, war so, du kommst da rein, siehst die Wrestler, bei mir die Figuren, so Kindheit, und weil ich einfach so diese Fantasiewelten war, ich mag es immer auch ganz doll so, okay, wir beide kämpfen jetzt am Ende, sind fast am Sterben, der Gegner Thanos zerreißt uns und auf einmal im Endgame, hast keine Ahnung, wovon ich rede, kommen von Doctor Strange diese Dinger, guck mal, ich rede davon und krieg Gänsepickel. Und er weiß nicht, wovon wir reden, eigentlich müsste ich dir die Freundschaft kündigen. Ja, weil einfach oder die Fresse polieren. Das ist Ketzerei. Das ist wirklich Ketzerei. Das ist ganz schlimm. Nee, aber guck mal, es ist so, ich glaube, es ist auch, du entkommst der normalen Welt, weil du bist weg, das freut dich. Du denkst so, boah, das ist geil. Das will ich, weil wenn ich das gucke, dann bin ich ja auch da drin. Das klingt jetzt wirklich, die Leute können das nicht nachvollziehen, aber manchmal, wenn ich so sitze, wenn du irgendwo sitzt und du beschäftigst dich, dann stellst du dir einfach vor selber, ey, ich bin Dr. Strange, Alter. Nein, sitzt doch zu Hause und machst auch immer so. Ja, genau. Okay, scheiße, warum kommt nicht das? Ja, so, ey, meine Netzflüssigkeit ist alle so, dann stellst du dir vor, wie du das der so Blick so, okay, ja, Netz. Ey, er weiß, dass er jetzt denkt. Ich denke, ihr seid hochgradig gestört. Ja, das ist wirklich eine andere Welt. Du flüchtest dich, du hast Spaß und das Gute gewinnt meistens, außer wenn das Böse siegt. Aber sonst. Jawohl. Das schon. Aber hast du Hobbit gefeiert? Nein, ne? Ist egal, Herr der Ringe-Welt. Hobbit war okay. Die Filme, aber nur eins. Nein, die waren alle okay, Mann, ganz ehrlich. Drei? Drei. Schlacht der Heere ist doch auch, ey, wie Thorin am Ende stirbt. Ah. Alleine Evelina Lilly als Tauriel. Hobbit, also ich liebe auch Herr der Ringe. Geiler Film. Also wirklich eine geile Trilogie. Filme, okay. Sorry. Aber Hobbit war echt, boah, was ist das? Da kommt so ein Drache und sagt, oh, ja, Papa. Ey, Smaug, Mann, der sieht aus wie Benedict Cumberbatch. Welcher Benedict Cumberbatch? Das wurde so mit Motion Capture-Technik. Und der wurde gesprochen, auch der Nekromant ist auch Benedict Cumberbatch. Und wer ist er noch? Nur so, weil du hast da gut Ahnung. Also der deutsche Synchronsprecher von Benedict Cumberbatch. Wen spricht er noch oder spricht er nur Benedict Cumberbatch? Weil du hast mich eben geflasht. Nee, also was man nicht weiß ist, ich glaube Thor in Marvel hat die Stimmung von Benedict Cumberbatch in Sherlock Holmes und deswegen konnte der Sprecher eben nicht Dr. Strange sprechen, weil sonst da irgendwelche Probleme. Ich bin da nicht so, also ich habe so ein paar Sachen gehört, oh, okay. Ich habe ja demnächst so ein richtig geiles Synchronsprecher-Quiz auf meinem Kanal. Ja, das ist geil. Ja, ich bin so voll Fan, weil wir Deutschen sind ja mit Abstand. Lustig wäre jetzt, wenn du gesagt hättest, was ihr Deutschen. Nee. Ihr Deutschen. So, Rassismus lieben wir. Deswegen finden wir es gut, wenn du
Wir sind ja eh die Besten, also was die Synchronsprecherkunst betrifft, sind wir die Kings. Definitiv. Also mit Abstand. Auf der ganzen Welt. Ja, ja, ganz klar. Ja. Ganz klar. Wie Kiste. Ist es in Italien? Ja, die Untertitel. Nee, Italiener synchronisieren. Ja. Ja, Italiener synchronisieren, Franzosen synchronisieren, aber es ist so, du hörst das, das ist nicht so gut. Also aber der spricht noch, dabei hat der Schauspieler den Mund zu. Ja, das ist ganz schlecht. Und wie man weiß, in den skandinavischen Ländern oder zum Beispiel in Holland, die gucken die Filme original auf Englisch mit Untertitel. Deswegen sprechen diese Länder die Leute auch gut Englisch. Und ich nicht. Die Teenies sprechen schon auch gut. Englisch. Hello, my name is Aaron. Doch, my hobbies are playing football. Aber es ist nicht Englisch wie dein Englisch. Er ja, versucht, ich bin ja Katastrophe. Er ist versucht nett zu sein, deswegen. Mein Englisch ist katastrophal. Echt jetzt? Ja, also ich kann schon, ich verstehe, ich gucke Serien auf Englisch, ja. Aber ich habe schon in meinem Leben doch ein paar Promis getroffen und ich hatte ein Interview mit Mel Gibson. Nein! Und, wir waren da mal kurz. Warte, stopp. Wieso sagst du das, als ob das nichts ist? Ja, weil wenn man dann auch mit Dwayne Johnson chillt, dann geht man da nach Spilo, spielt ein bisschen Book of Ra. Nein, einfach. Ich finde Mel Gibson, also. Mel Gibson ist aus meinem Interview gegangen und meinte, what a horse shit. Mel Gibson ist krasser, also, weißt du, wer Mel Gibson ist? Ja. Von da, wo er so einen Blitz getroffen hat, und dann kann er hören, was die Frauen denken. Ja, genau. Und das. Und von Braveheart. Was genau, ja, Braveheart. Junge, Lethal Weapon. Ja. Ah, mit Samuel. Ja, nicht Samuel, Morgan Freeman. Du denkst auch, jeder Schwarze sieht gleich aus. Also. Ich stehe hinter euch. Auf jeden Fall Mel Gibson. Aber da war ja nicht nur Mel Gibson bei. Da war dann noch Chris Farrell da. Ja. Mark Wahlberg. Und der Trinity-Mörder. Ich kenne seinen Namen nicht, aber bei Dexter ist er der Trinity-Killer. Ah, der am Ende Rita umbringt. Ja, der ist ja der Böse. Ja, der Schauspieler. Und der fand es auch nicht gut, weil ich wollte nur mit ihm über Dexter reden und er wollte seinen Film promoten. Ey, geil. Mel Gibson, nochmal Mel Gibson, der wie heißt? Colin Farrell, glaube ich. Nee, nicht Colin Farrell. Ah, oh, Mann, dieser eine witzige, ach Mann, muss ich gucken, habe ich mein Handy nicht hier. Also Hollywood-Stars über Hollywood-Stars. Wo hast du die getroffen? In London zu Daddy's Home 2 haben wir ein bisschen Weihnachtslieder gesungen und Kurt hier. Ach, Will Ferrell. Will Ferrell, genau. Will Ferrell, ja. Ja, und dann Daddy's eben. Wie war Daddy's Home 2? Ich habe nur eins gesehen. Daddy's Home 2 war gut. Auch John Cena war dabei. John Cena durfte ich treffen. Can't zu. Ja, John Cena durfte ich treffen zu Bumblebee. Das war da aber so krass, ey. Wir haben da so in so einem Hotel wie hier so eine Wand eingezogen mit Poster und dann ist er so durchgesprungen und hat Fans erschreckt und überrascht. Geil. Und in Amerika haben die Fans dann so, wow, John Cena! Und die Deutschen so, oh, hallo Herr Cena, schön, dass Sie da sind. Wenn, falls Sie ihn überhaupt kennen. Ja, falls nee, überhaupt. Wir haben Fans rausgebracht, so, okay, okay. Die waren nicht so, die sich erschrocken gefreut, aber dann typisch Deutsch so nicht so, wow, und umarmt, sondern, hallo Herr Cena, wollen wir eine Leberwurststulle essen? Die Deutschen sind höflich. Ich finde ihre Filme sehr toll. Das war so ein bisschen traurig, aber ja, ich hatte echt Glück. Ich durfte schon alle meine, ich durfte den Undertaker treffen. Nein. Ich durfte damals, jetzt aber. Jetzt hast du ihn gekillt. Der Undertaker? Ja, aber da habe ich auch 5 Stunden auf ein Foto gewartet. Ich hätte 12 Stunden darauf gewartet, dass er nur so macht. Es war schon krass. Da wäre ich schon glücklich gewesen. Ja, aber wenn du so ein Fan wärst, wärst du ja in Düsseldorf da gewesen, ey, der Undertaker. Ja. Ich hab sogar das letzte WrestleMania-Match gesehen. Ey, der ist der King. Und ich bin raus aus Wrestling. Ja, Undertaker raus. Ist immer noch Ich bin nur von. Okay, jetzt habe ich aber spezifische Fragen. Ne? Wie groß und gigantisch ist der Undertaker? Der ist etwa so groß wie ich. Dwayne Johnson auch. Bei Dwayne Johnson und John Cena. Der Undertaker, der nein. Der ist nicht doll größer. Der ist vielleicht zu viel größer. Ich bin ja 1,88 laut Musterung. Yeah. Und der Undertaker ist vielleicht 1,96, 1,99. 2,10 oder so? Ja, 5,70 Meter. Okay, John Cena oder The Rock? Wer war gigantischer? Rocky. Echt? Ja. Wie groß ist, also, achso, nee, also von der Karriere oder? Nicht von der Karriere, so von der Physis. Na, ich habe John getroffen. John Cena hat, der trägt privat nur Anzüge und so. Der kommt so an und denkt so, ey, ich brauche keine Haftpflicht. Vielen Dank, dass Sie da sind. So Versicherungsvertreter. Ja, ganz schlimm. Dwayne Johnson habe ich dann. Der ist ja über 1,90. Ja, den hab. Aber ich dachte auch, er war eben nicht im Kampfmodus. Er war breit. Aber guck, mein WhatsApp-Hintergrundbild. Ja. Sah gut aus, aber ich hätte jetzt auch Arsch gesagt. Ich hatte jetzt nicht so Angst. Ja, nee, aber es geht um. Was mich interessiert, wer ist größer von ihnen? Also, wer ist größer, wer ist breiter? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson hat auch eine Charisma. Den habe ich das erste Mal bei Baywatch getroffen, das zweite Mal bei Jumanji 2. Und der kommt in den Raum rein und du denkst direkt so. Ja, der ist sehr krass. Ausstrahlung, ja, alles. Deswegen ist er auch so ein Superstar. Ja, der wird. Das ist so wie Will Smith. Das sind diese Stars, die haben dieses gewisse. Will Smith, den durfte ich auch. Das ist charismatisch. Ja, wen hast du nicht? Ja, ich habe wirklich euch jetzt endlich, Will Smith habe ich getroffen. Und Will Smith,
Will Smith war richtig gut, weil der hat mir sofort das Gefühl gegeben, als wenn er so locker ist. Hey, na, wie geht's? Man hat sich jetzt nur kurz unterhalten, aber man ist mit so einem super Gefühl rausgegangen. Und wenn du überlegst, der trifft 5000 Leute am Tag, ist zu allen nett. Das ist schon korrekt. Die Premiere haben die beim Kumpel von mir im Kino gemacht. Und du musst überstehen, die Amis sind ja immer so ganz Will Smith nicht verärgern, die kommen da mit 500 Leute an. Und da hat mein Kumpel Will Smith so durchs Kino gebracht und dann mussten die so hinten lang laufen und dann alle so, Sicherheit, dies, das. Dann gab es da was, wo man sich so den Kopf stoßen kann. Und dann musste der da wirklich so Warnschilder aufstellen, dass sich Will Smith ja nicht den Kopf stößt. Und dann geht mein Kumpel so vor und sagt, Herr Smith, passen Sie auf, nicht Kopf stoßen. Geht so vor und Will Smith springt gegen, haut gegen und fängt an zu schreien und bricht zusammen. Und der Kumpel so, einfach ohne Kamera, kriegt alles gut. Und er so, geht weiter. Geil. Und das ist eben so, der hat dich direkt abgeholt. Dwayne Johnson auch. Und der wird Präsident, wenn der das will, machen wir so in 4 Jahren. Ja, weil die Amis dumm sind, da kann halt so einer wie The Rock. Ey, natürlich, der sagt, Verteidigung! Und die so, ja! Hm. Hast du Jack Black dann getroffen, wo du bei Jumanji? Jack Black, ja auch. Der ist der King. Der ist wie so, der war zu heben, witzig. Dann hat er auch Jack Black zu ihm gefragt. Wahrscheinlich interessiert es ihm nicht. Und was machst du auf YouTube? Ja, ich mache Entertainment. Ja, was denn so? Und du rechnest gar nicht mit der Frage. Ja. Yeah. Entertainment! Du willst das beantworten, der ist ja geil, super talentiert, geiler Sänger, guter Musiker, super Schauspieler. Da war ja auch die Schauspielerin bei, die bei Jumanji mitmacht und Nebula bei Avengers spielt. Ja. Und die ist so heiß, die ist so heiß. Aber ich finde sie nur heiß, wenn sie blau ist. Nee, die mit roten Haaren bei Jumanji. Nein, so glatze, blau, so außerirdisch, so halbmechanisch. Ah ja, das ist. Also Nerd-Pornos! Das ist schon echt, also das war echt gut. Ja, der versteht das nicht. Wir sehen so irgendwelche Elfen und das ist sofort. Das ist für dich etwa wie, keine Ahnung, türkisch für Anfänger. Ich weiß es nicht. Nein, das ist Elias Mbarik. Der ist asozial. Nee, da ist ja Elias Mbarik, dann ist hier Sophie. Oh, die fand ich auch mega heiß. Du findest nicht jeden mega heiß. Du hast keine Ansprüche, Alter. Ja. Also, ich nenne dich jetzt Aaron Hashtag No Filter. Aaron Me Too. Nein. Die MeToo, wir sind alle cool. Ich finde die alle hübsch so. Ja, ja. Sehr, solange sehr, sie nicht der beste sind. Avengers-Film, komm. Endgame ist einfach. Nicht Civil War, Captain America. Infinity War. Ist der davor? Ist vor Endgame, ja. Ja, nee, Infinity War, alle sind am Ende tot. Toll, ja, wow, ja, aber, toller Film. Das sagt viel über dich aus. Ich bin ein Gewalt- und Action-Fan und da ist halt eine Action. Bist du voll, Alter, bei Endgame am 100%. Ende schon die Schlacht? Ja, klar, das ist super episch. Jeder hat einen großen Auftritt. Das ist super episch, aber da sind so Sachen, die haben mich gestört. Zum Beispiel, ich weiß, er wird das jetzt nicht feiern, ne? Aber diese ich weiß, es ist die MeToo-Zeit, ich weiß, sie wollen alle feiern. Nein, als dann die Frauen kämpfen, mega geil. Nein, einfach so eine Szene, wo alle Frauen auf einmal kommen, dann kommt diese Musik und du siehst diese Szene. Ist nur gemacht, um zu zeigen, ey, wir Frauen können auch was, wir kämpfen und auch. Und das ist super, ich dachte, das ist super, ist die geilste. Dass wir Captain Marvel nein, ist super. Nein, ich habe mir gewünscht, dass Endgame in Saudi-Arabien gedreht wird, damit man diese Szene nicht sieht. Nein, ich liebe es. Ich liebe erst, wenn Doctor Strange mit ankommt, dann die Frauen, dann schmeißen die sich den Handschuh. Ja, das Geilste ist, wo Captain America so steht und man denkt, es ist vorbei. Ja. Er steht trotzdem noch, weil er kann ja den ganzen Tag so weitermachen. Und dann hört er das nicht doch Punkt. Eben gerade schon erzählt, warum erzählst du es nochmal? Das ist geil, das sind nur 20 Minuten, der Film ist super geil, aber das ist jetzt Haarspalterei, was du betreibst, weil ich sag ja nicht, Endgame ist schlecht, der ist super geil. Ja, aber das ist trotzdem, hast du keine Ahnung, wenn du sagst, der ist nicht der Beste. Das stimmt doch, das Infinity ist genau ist wie John einfach besser ist als LeBron James. Für unsere ausländischen Zuschauer, das ist klar. Das nennt man Fitner auf Nerd-Niveau. Wer ist denn besser, John oder James? Jordan. Wer? Michael Jordan oder LeBron James? Michael Jordan. Ja, okay, weil du keine Ahnung hast. Hast du die Doku geguckt? Ja. Ach, wie viele Folgen? 10. Scheiße. Der hat doch Michael Jordan gesagt. Ich hab gesagt Michael Jordan. Ich wollte nur testen. Aber guck mal. Warte mal. Aber du redest von Endgame. Ich glaube, du bist alleine mit der Meinung, weil die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen... Dann haben alle keine Ahnung. Genau, alle haben keine Ahnung. Ich möchte mich jetzt dazu nicht mehr äußern, denn ich weiß, dass Aaron... Welcher Herr der Ringe ist denn der Beste? 3. Du hast keine Ahnung, Mann. 2, glaube ich. 2. Alter, Schlacht um Helms Klamm, die Ants kommen und dies, das und nicht so und dann wird Isengard weggefickt und 3 ist, er schmeißt den Ring rein, oh nee, doch nicht, Gollum beißt den Finger ab. 2, ich sag auch 2. Aber die Schlacht, die Ende. Ja, die Schlacht ist mit super. Mit den Elefanten war krank. Und A, heißen die Olifanten dafür, dass du so ein... Ich bin ja kein Nerd, ich habe ja noch Familie und Freunde. Ja, hab ich auch. Also, sorry. Ich hab noch Familie und Freunde, das ist geil. Ja, aber guck mal, ihr regt euch über sowas auf. Ja, ich könnte da Stunden diskutieren. Ja. Das ist ja krass. Ich kann so über das emotional, das nimmt einen mit. Ja. Ich bin bei Herr der Ringe. Warte mal, stopp! Ich schalte ja sehr langsam manchmal. Ja. Hast du keinen Avengers-Film geguckt? Nein. Keinen einzigen!
Hast du auch nicht so mal Captain America? Ich habe einen gesehen, da springt jemand vom Flugzeug und dann. Guck mal, wer das beschreibt. Das und dann ist, war das vielleicht James Bond? Das war eins. Nee, war Hulk und dann sagt einer, ey, ich bin Gott und der macht so zack, zack. Ja, zack, das ist mit Loki und Hulk. Voll gut. Nur den habe ich gesehen. Und der war nicht super geil? Okay. Der Typ, der immer im Rollstuhl sitzt. Ey, weißt du, was das für ein Typ ist? Guck mal. Guck mal, was für ein Typ das ist. Ja, das ist schön. Deswegen kennt ihr euch beide ja auch. So, der sagt. Nee, wir kennen uns, weil immer in meinen Kommentaren stand, guck mal, kennst du Sharon Garcia, der ist fast so lustig wie du. Wow, der ist gut, ne? Ja, ne? Krass, du bist wenigstens da besser als er anstatt bei FIFA, wo du immer zerstört wirst. In FIFA hast du erzählt, dass du mich in FIFA zerstört hast? Ja, nee, mein Bruder lügt dich. Alter, klar. Das gibt's sogar live auf Twitch. Ja, guck mal, seitdem kam nie wieder eine Antwort. Warum bist du so, warum bist du so ein schlechter Verlierer? Also, ich hab dich weggeräumt. Nein, hast du nicht. So, Bale, oh, heute ist echt komisch. Hm. Ey, das kann ja nicht sein. So? Das kann nicht sein. Du hast nur Glück. Ey, nur Ausreden. Hä, bist du voll? Ne? Ich hab mehr Spiele gewonnen. Nein, Typ, wir haben vier Spiele gewonnen. Er hat einen gewonnen, nicht drei. Halt den Maul. Das kennen wir, wenn man keine Argumente mehr hat. Gewalt androhen, ja. Fäkalsprache. Nein, weil er lügt. Das ist die Waffe der Verlierer. So ein Typ bist du. Aber weißt du, was geil war? Da hab ich echt gelacht. Der ist einfach so leise. Ja. Irgendwann sag ich, ja, Aaron, guck, so ist das. Dann so, halt einfach deine Fresse. Ey, bist du besoffen? Ich hab dich. Alles klar, nein. Alles klar, meine Lieben. Na, folgt mir auf Twitch. Demnächst spiele ich nochmal FIFA gegen diesen Brocken hier. Ja, du mit hast Paris habe ich ihn mit zerstört. Paris, du hast gar keine Ahnung. Hast du ihn nicht zerstört? Alter, wie hast du gewonnen? Gib mir mal mein Handy. Ich gehe in meine Storys, weil wir haben es gepostet, du kleiner Penner. Einmal. Nein, fick dich. Ich hasse das. Ich bin besser als der. Der hat einmal gewonnen. Einmal und postet das, ob das Michael Jackson Thriller wäre. Ja, genau. Das Albumcover. Ja, ich weiß, wie noch einen, den wir kennen. Genau. Aber die 10 Mal, wo du gewonnen hast. Er hat nicht gewonnen, Mann. Guck dir doch mal diese Mixgriffel an. Ey, ich hab gewonnen und ich hasse ihn dafür, dass er es nicht zugibt. Nein, sei mal ehrlich, Cheyenne. Ich glaube, Cheyenne, ich schwör dir, sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Du hast einmal hat er mich 6-1 zerstört. Nein. Einmal. Ja, okay, 6-1 ist stark, aber. Hat er mich zerstört. Ja. Aber dann habe ich ihn so erniedrigt. Gar nicht, dann hast du 3-1 gewonnen. So wie John. Und dann habe ich dich nochmal fertig gemacht. Ja, du bist dieser serbische Basketballspieler, der ist John. Ja. In der Olympiade. Also A ist der Kukov und B. A ist der Kukov, heirate den doch. Nenn mir seine Biografie, nenn mir seine Eltern, nenn mir seine Schwester. Wenn der Podcast online kommt, kommen die Beweise bei mir. Ich habe das alles in der Story. Ich hab nee, guck mal, ich bin ja ein unparteiischer Kerl. Ja? Ja. Ich schaue zu und dann werde ich das selber bewerten. Ja? Weil wir machen ein Event draus. Wirklich mit Ansage. Nein, ich habe dich. Aha, warum nein? Traust du dich nicht? Ganz einfach, ganz einfach. Erstens, wir haben schon gespielt und ich habe dich fertig gemacht. Nee. Zweitens, bist du dann offline gegangen. Danach habe ich gegen die Lochis gespielt. Das war schwerer als gegen dich, ja? Die Lochis. Guck mal, wie der lügt. Wie der so einfach rausreden. Okay, wir können gerne jederzeit überall. Das ist ein Almani so. Ich schicke dir später 3 WhatsApp mit Screenshots, wo ich sage, Aaron, wann spielen wir wieder FIFA? Du ignorierst das einfach. Nein. A, ich habe zu tun. Weißt du, ich drehe nicht so wie du einfach ein Video einmal im Jahr. Ich muss meine. Okay. Weißt du, ich muss meinen Kanal machen. Das kam zu krass. Okay, jetzt hat er mich zerstört. Ich dreh nicht wie du ein Video im Jahr. Ja, krass, ne? Ist doch so, der hat viel mehr Potenzial. Mhm. Ja, der hat viel mehr Potenzial. Aber guck mal, es du ist. Du könntest so auch 1 Million Abos haben. Ja. Guck mal, aber 1 Million Abos rettet dich nicht bei FIFA, wenn es drauf ankommt. Alter, wenn man sich dann misst. Der hat ja einmal gewonnen. Ja, einmal ist kein Mal. Oder zweimal. Nein. Zweimal ist wir haben nur 3 Mal gespielt. Nein, niemals. Alter, okay, alles klar. Ich gegen Cheyenne, wann du willst, überall. Okay. Ich muss nicht mal üben. Oh. Guck mal, warum sind die so frech? Ja, weil, wir sind weil so immer alle. Nee, weil, weißt du, ich hasse das, weil ich bin schon Sport, ich bin so Michael Ballack-Typ beim Sport, weißt du? Nee. Ich komme immer sehr weit. Ding hat ihn die Beine gebrochen. Ich komme immer sehr weit und verliere dann im Finale, aber gegen ihn gewinne ich. Weißt du, gegen ihn gewinne ich und dann will ich nicht, dass gelungen wird. Guck mal, wie der übertreibt. Ne? Ja, ich weiß, dass du ihn so, er hat mich auch direkt danach. Hast du dich nicht aufgeregt? Hast du mich nicht beleidigt? Ich beleidige, sogar wenn ich eins so hinten liege. Das ist egal. Das schießt so ein Rotztor. So ein Tor, das ist doch nicht. Du ballerst doch nur einfach drauf. Ja, du schrotest ja auch immer, du hast kein Spielverständnis. Ja, was sind das für Aussagen? Das ist wie wenn 2 Boxer sich treffen und der eine sagt: Boah, hättest du mich nicht K.O. gehauen, ich schwöre, ich hätte gewonnen nach Punkten. Nein, ich hätte trotzdem genau verloren. So ist. Nein. Wenn er doch einfach wollen nur draufballert, was bist du dann für ein Typ, dass so ein Tor reingeht? Musst du aufhalten. Mann, wenn du mit Neymar bei FIFA schießt, ist der drin. Oh, so einfach. Ah. Ich kann kein FIFA spielen. So, warte mal, wann war das denn etwa her? Boah, das war vor Corona-Zeit. Vor Corona. Oh, dann war es im Februar oder so. Okay, erzähl mal weiter. Neues Thema. Ja, neues Thema. Genau. Neues Thema. Wir wollen ja nicht. Okay. Wann drehst du deinen Film, Aaron? Was für ein Film? Ja, du musst. Guck mal, du bist ein Film-Nerd, Film das. Da musst du noch einen Film drehen. Ich kann gut Geschichten erzählen, aber. Also, was denkst du? Ich kann gut Geschichten erzählen. Okay. Ja, erzähl mal uns eine gute Geschichte.
weißt du, unter Druck. Erzähl mal, wie du Nein, guck mal, du bist genau. Erzähl mal, wie du FIFA spielst. Nein, du bist genauso einer, weißt du, aber letztens sitzt er bei mir, weißt du, ich mag es nicht, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, sei mal witzig, weil ich ja. mein, sei mal witzig. Ja, weil du es ja auch nicht kannst. Das ist so ein bisschen schwer. Ja, ich will dich mal scheiden. Ich bin sehr witzig. So, warte. Aber ey, dieser Punch mit dem einmal Video, das war geil. Ich will nicht wie du, dreh ein Video. Ich will nicht wie du, dreh einmal ein Video im Jahr. Das war cool. Ey, aber du bist echt wie Dr. Dre. Ich brauch nicht viel. Ja, du machst gar nichts. Ja? Ach, der macht auch gar nichts. Frag mich, wie der seine Vorsteuer bezahlt. Ja. Ich zeig so, hier. Guck mal hier. Erstes Spiel gegen Cheyenne. Ja? Warte. 4-3. So. Ja. 2-2. So, dann kam noch was anderes. Aha! Guck mal, nein, guck mal hier. Cheyenne, da haben wir noch telefoniert. Warte. 5-2. Willst du noch irgendwas sagen? Ein Spiel hat er gewonnen. So. Was für ein Satz? Du fühlst gar nicht, wenn er gewinnt. Warte. Who's next? Guck mal, wie ich ihn da besiegt habe. Wer ist denn der Typ? Der hat ja nicht mal eine Markierung. Das ist kein Unterstrich. Da oben ist Joe. Er hat nur zig Mühe. Also ganz ehrlich. Aber siehst du, er hat nur seine Sachen gefilmt. Ach, meine gar nicht, sind aber einfach, auch deine. Ey, du bist so richtig wie die Bildzeitung. Du manipulierst. Ja, natürlich. Kriegst du euch auch ein Sendung-Bayer-Bild. Ja. Guck mal, du wirst sehen, wie die CIA. Einer, der aussieht wie ich, wird niemals eine Sendung bei der Bildzeitung. Nein, niemand. Der ist wie die CIA. Nach 20 Jahren kommt eine Akte auf jeden Fall raus. Yeah. Und dann ist alles wieder klar. Boah, wie er manipuliert. Guck mal, er gibt sogar selber zu, er filmt, wenn er gewinnt. Wenn ich 15 Mal spiele und 3 Mal gewinne und das dann filme und meine Story poste, dann erwähne ich auch. Ich habe ihn besiegt und das können wir. Schein, jederzeit. Okay. Best of 3 oder 5 oder wenn du brauchst 370, bis du mal gewinnst. Krass. Alter, so, kannst du auch FIFA spielen, dann bist du der Nächste. Okay, gehen wir mal von online weg. Wie ist mit deinen sportlichen Aktivitäten in echt? Ich wichs viel. Ey, was für ein Typ, Alter. Nein, nein, was willst du denn wissen sportlich? Ich bin guter Fußballer. Also ich habe die Schuhgröße 42,5 wie Messi und Ronaldo, das verbindet uns. Ja. Das verbindet uns. Die kennen sich auch deswegen. Ja, genau. Wir gehen immer zum gleichen Schuhgeschäft. Nee, wir spielen immer hier hinten Lederstraße Seitenschießen. Ja, und, geil. Ja, also ich bin gut. Ich hab wirklich da. Ohne Guck mal, seit du sitzt, halt, du hast, Gott sei Dank drehst du nicht deine eigene Biografie. Seit du hier sitzt, du hast nichts Schlechtes über dich erzählt. Doch, ich kann das gut, ich bin witzig, ich bin eloquent, ich sehe voll gut aus, ich kann Knödel kochen. Kochen kann ich nicht, ich bin total lustig. Ich kann voll gut Fußball spielen. Was kannst du denn nicht? Erzähl mal was Schlechtes über dich. Okay, ich kann schlecht verlieren. Ja. Ich kann noch viel schlechter gewinnen. Ja. Ich kann nicht kochen. Ja, ich bin schlau, ich war bei Wer wird Millionär, also hast du gewonnen? Wie weit bist du gekommen? Nee, nur 125.000 Euro. Was hast du damit gemacht? Eigentumswohnung gekauft. Sehr schlau. Ja, aber kurz zurück, Fußball, ich bin wirklich so ein Michael Ballack-Typ. Ich kam immer sehr weit mit meinem Team, habe aber im Finale verloren und habe auch ganz oft den letzten Elfer verschossen. Ist Michael Ballack der mit den braunen Haaren? Nee, Michael Ballack ist der. Hast du keine Ahnung von Fußball? Michael Ballack ist der, wo Prinz Boateng kam und ihn einfach die Beine weggefetzt hat und dann konnte nie wieder spielen. Ist das der, den Boateng so eine Ohrfeige gegeben hat? Nee, das war Podolski hat ihm. Podolski hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Ja, genau, der. Das ist Michael Ballack. Ja. Wow. Sowas weiß ich. Ja, Schlägerei kennst du wieder, was? Nein. Das ging ja um die Welt. Ja, dieses kurze Segment. Guckst du aber auch Fußball? Du bist ein Berlin-Fan, ne? Ja, ich bin für Berlin Hertha BSC. Wo stehen die jetzt? Gerade Bruno ist da, ich glaube, auf 10. 10. Welche Liga? Ja, schon die Frage. Ganz ehrlich, sollen wir dir hier so ein paar Star Wars-Puppen geben? Kannst kurz spielen? Ja, genau. Ich gucke keinen Fußball, gar nicht. Aber ihm ist auch faszinierend. Der ist so richtige Avengers- und Comic-Fan, aber auch Fußball-Fan. So, das beißt sich eigentlich. Ja, das ist wie ich. Ich bin Comic-Nerd, aber auch Fan der ISIS. Das ist. Das beißt sich auch beim Film. Machen wir uns immer fertig. Ja, genau. Du bist doch durch, Alter. Du bist echt durch, ne? Dass der Podcast noch nicht gesperrt ist, ist ein Wunder. Das ist echt ein Wunder, bei dem. Aber der kommt ja. Aber da kann Aaron jetzt auch helfen mit der einen oder anderen Aussage, nee. Dass wir sofort gesperrt werden. Nein, wir werden nicht gesperrt. Wenn wir Titten zeigen würden, dann wären wir gesperrt. Aber es geht doch. Apropos Titten, Scheiern. Du darfst doch nicht Titten zeigen. Nee, darfst du auch nicht. Darf man das nicht? Nee. Hä, man, YouTube so sind Brüste nackt verboten. Sex-Sales. Nein, ist auf aber YouTube du, verboten. Ja, aber du kennst auf YouTube, gibt's auch die ganzen Sex-Videos. Und da, ja, Berlin Tag und Nacht oder so, wie die heißen. Ja, aber da siehst du nie Titten. Was siehst du denn da? Soft, so hier und dann haben sie BH an und so. Als wenn du, guck mal, du siehst aus wie so ein typischer Berlin Tag und Nacht Zuschauer. Erzähl doch mal, was siehst du da? Nein, ist doch so. Nein, ich du hast doch gesagt, deswegen bist du da, Carsten, bei Filmpool. Nee, warst du da? Niemals. Komm. Der lügt doch. Guck jetzt. Bruder, der macht das gleiche, wie wir gerade gemacht haben. Du hast es nicht gecheckt. Der lügt doch. Nein, komm, spiel doch mal bitte so, als wenn du gerade deinen Vater mit deiner Freundin erwischt hast. Und deine Mutter hat alles gefilmt. So ist das so, das ist ja ein Storyboard. Guck mal, die gucken diese Folge Berlin Tag und Nacht und dann nehmen die das als und die so, wow, und das ist ein Genie, dieser Aaron, das ist so für unser Publikum. Aber ey, warum darf das überhaupt gesendet werden?
Warum? Das ist doch asozial. Ja. Hast du mal unsere Videos gesehen? Die sind jetzt auch nicht so viel besser. Meine sind sozialer als deine. Alter, deine. Der ist ja, guck mal, ich kenne ja das Deutsch nicht, aber er meinte wirklich, dass du ein Asozialer bist. Ja, weißt du, was er ist? Er verpackt das sehr gut. Ich hab mal auf Gangbang gedreht. Guck mal, erstens geht er auf eine Pornomesse jedes Jahr. Abgesagt, der ist ja privat da sein. Ja, der ist Ehrengast, die kennen ihn auch alle. Oh, ich bin bester Venus-Reporter 2019. Das ist so ein Dildo-Hersteller. So, ey, Aaron, wie geht's? Und wackelst du? So. Der so, ey, Aaron, wie geht's? So, ne? Der ist da immer Gast. Ja. Aber guck mal, ich bin ja, ich habe ja nur ein paar asoziale im Video gehabt. Ja. Aber ich habe mich ja immer versucht zu bedienen. Dann habe ich ja gesagt, ich höre ja damit auf, geht nicht mehr. Aber er. Und er, das, nee, zwei Wochen später alles wieder gleich. Nee. Nein, er verpackt das ja geil. Was hast du. Du hast mal so Spenden gesammelt, ne? Auf so, ein Charity-Event. Ja. 22.000 Euro innerhalb von einer Stunde. Weißt du, was er gemacht hat? Der geht einfach zu jemandem hin. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Bitte nagel mich nicht fest. Sagt er so, ey, du hast doch genug jetzt schon ausgegeben, hat man gesehen, blablabla, gib mal jetzt 1.000 Euro für Kinder. Und der filmt das einfach. Und der Typ will nicht. Ja, aber der kann dann nicht. Lassen. Kann nicht. Und dann so, ja, okay, dann sagt er so, weißt du was, ich mache auch einen Screenshot, ob du überwiesen hast oder nicht. Ja, da hatte ich auch ganz große Diskussionen. Der mit, ist asozial. Da hatte ich und Johannes B. Kerner hatten auf Instagram eine krasse Konversation. Geil, geil, geil. Der wahrscheinlich pro ZDF-Moderation 50.000 kriegt, hat wegen 750 Euro umgeheult, der Penner. Alter, ich hab doch am Ende auch 2.222 Euro und 22 Cent gespendet. Der kackt rum, ich hasse ihn. Ja, deswegen, das ist krass, das würde ich nie, da habe ich Schamgefühl. Ey, ist dir mal aufgefallen, dass Johannes B. Kerner aussieht, als wäre Kiefer Sutherland obdachlos? Weiß ich nicht. Doch, doch, das ist, ich mache euch mal so einen geilen Vergleich. Ja? Ja, Mama. Okay, cool, was haben wir noch für ein Thema? Sport läuft. Sport. Also so ein bisschen, ich spiele gern Fußball, aber ich habe Gelenk, bin gelenkanfällig, ich knicke oft um und dann bin ich 3 Monate raus. Boah, schon mal die Ausreden. Nee, das ist echt, da bin ich wirklich Mädchen. So sonst, Bankdrücken läuft und gestern habe ich erstmal EMS. Was machst du Bankdrücken? 200 Kilo. Niemals. Niemals. Nein, weiß ich nicht. Ich mach so dein Körpergewicht, 150. Schein hat abgenommen. Ja, 4,5 Kilo. Aber sieht mir noch nicht an. Jetzt sag nichts. Nein, ich sag doch nichts. Gib doch einmal los. Ich hab auch abgenommen. Ich hab noch nie ein Video gesehen, dass du sagst, ey, ich find's klasse, was du machst. Doch. Bei dir? Ja, nie, allgemein. Klar, ganz aber okay, oft. Wo hast du Cheyenne gelobt schon mal in deinem Leben? Als wir uns hier bei Shirin kennengelernt haben, wo ich besoffen war, habe ich gesagt, hallo. Da hat er gesagt, hallo, und dann gesagt, ich find's sehr gut, dass du neben mir stehst. Nee, ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Es war sehr witzig. Wir haben uns einfach nur Battle. Es war einfach Battle. Geil. Ich hab gewonnen. Hast du? Weiß ich nicht. Das hat auch Silber. Ja, das hat auch Silber. Ja. Der ist so ein, ey, weißt du, also nach meinem Schnitt habe ich gewonnen. Ja, nach seiner Wertung hat er gewonnen. Der schneidet das immer so gut zusammen, dass das dann. Ja. Oh Mann. Guck mal, ich zeig dir mal. Wo ist denn dein Video davon? Ha? Dass du gefilmt hast. Ja, das sag ich. Ich sag dir, wo das Video ist. Die Hintergrundleute haben gesagt, ey, wir wollen das abnehmen, es muss so sein, du musst diese Musik nehmen, du musst das. Da hab ich gesagt, scheiß auf das Video. Ja, genau. Raus damit. Schein ist nicht käuflich. Ich bin nicht käuflich. Ich habe gesagt, es ist mein Style. Ich kann euch übrigens die Deutsche Bank empfehlen. Ja. Boah, du bist ja so ein Riesen. Da hab ich aktuell. Du bist ja ein reines Werbemedium. Habt ihr noch einen Red Bull? Der ist geil. Aber wenn du so ein Competition-Typ bist, ne? Ja. Bei warum verlierst du so oft? Ey, ich verliere wirklich oft. Ja, aber der hat diesen Ehrgeiz. Der ist so der Jordan, nur so eine Light-Version von dem. Aber das ist der Jordan, der aber im Umgekehrten, der immer verliert. Aber er hat trotzdem Ehrgeiz. Ich verliere nicht, ich gewinne. FIFA habe ich gewonnen. Okay, guck mal. Beim Fußball, beim Tennis, beim Basketballspielen, beim Hallenhockey. Hallenhockey? Beim Fahrradfahren. Was jede Sportart werde ich dich zerreißen. Mann, Scheiern. Ganz ehrlich, so eine Leute wie dich habe ich in der Schule gemobbt, deswegen warum? du bist der Mobber. Ich war wirklich, ich war ein richtiger Spacko. Und dann hat er das sein Hobby zu Beruf gemacht. Ja. Ja, wirklich. Ja, sag schon. Ich war wirklich in der Schule nicht, also ich war immer noch fair. Boah, ist wie Assi, der zu YouTuber ist. So ein kleines Mädchen. YouTuber. So, YouTube, ja, wie sie auch alle heißen. So, der ist so, das ist so ein ganz liebes, nettes Mädchen. Voll die, du würdest sagen, ey, bitte, ich will dir nicht zu nahe kommen. Er weiß, wie asozial der ist. Ja. Boah. Du siehst auch so aus, dass so ein richtiges Pedo-Gesicht. Ja. Was habe ich? So richtig, weißt du, der. So, mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann in der Zeitung so sehen, meine Damen und Herren, was Schreckliches ist in Deutschland passiert. Ein berühmter YouTuber mit so und so vielen Abozahlen wurde in einen Kinderpornoring festgenommen und dann zeigen die so ein Bild von Aaron. Dann würde jeder sagen, ja, das ist so. Das habe ich gesagt. Aber was ist eigentlich mit dem, wie heißt dieser? Jo Olli. Ja, was mit dem passiert? Der hat jetzt ein Album rausgebracht. Wer ist das? Hat ein Album. Der heißt jetzt Young Alpha. Wer ist Yo Olli erstmal? Der hat Mann, ey, ganz ehrlich, weniger am, wirklich weniger am Bahnhof in Köln die Leute oder die Mädels antanzen, ein bisschen mehr an YouTube gucken.
Also wirklich? Ja, aber die erste Beschäftigung macht mehr Spaß. Deswegen gehe ich dir danach. Ja. Nein, aber Jo Olli, das war so ein YouTuber, der hatte, der eigentlich total widerlich, muss man wirklich sagen, widerlicher Typ, aber der hat's trotzdem, egal wie gemacht. Naja, egal wie asozial du bist, du, oder so, also wirklich so menschlich, Leute feiern das ja. Es gibt hier sogar Leute, die finden hier, wie heißt sie, Helena Fürst cool. Kenn ich nicht. Wer ist das? Alter. Wer ist das mal? Jo Olli, nein, ihr müsst mich aufklären. Jo Olli ist so ein YouTuber, der voll unbeliebt war und der hat dann eben kleine Groupie-Mädels in seinem Auto angegrapscht. Guck mal, wie das, da hat 13-Jährige sich mit denen getroffen und hat die im Auto wahrscheinlich dann vernascht. Und wie alt ist er? Vielleicht ist er ja 14. Nee, er ist so 25 oder so. Ja, das ist. Und dann kam er jetzt vor Gericht? Ja, war auch U-Haft und so. U-Haft. Da kam dann aber raus, die eine hat gelogen. Bei anderen, die hat ihm immer geschrieben, ich bin 35 und es sieht aus wie 12. Und er so, ja, glaub ich. Ja. Aber jetzt hat er einen Song rausgebracht. Aber das ist ja der Intellekt der YouTuber. So, dass die so dumm sind, das nicht sehen. Und was, und das hat jetzt einen Song rausgebracht? Der hat ein Album rausgebracht. Irgendwie Young Alpha habe ich so bei KuchenTV gesehen. Young Alpha. Was ist KuchenTV? Alter, was machst du denn? Der hasst alle YouTuber. Ja, ich bin außerdem auch nicht. Aber das ist wieder der Neid. Ich brauche nicht neidisch zu sein. Ich bin Fly Dog. So. KuchenTV, ja, den mag ich. Der ist so, der macht so coole Sachen ab und zu. Bei dir, bei dem feiere ich das einfach, weil ich finde das Asoziale geil. Ich kann das selber nicht machen. Sorry, ich bin der Influencer der Berliner Polizei. Ich bin sehr, sehr. Okay. Boah, wie der hier nur so die ganze Zeit. Okay, weißt du, was wir machen? Ja. Ich werde dir jetzt jeden Tag eine Story von dem schicken, wenn Marvin dabei ist. Ja. Ja, jetzt mal. Und dann schicke ich dir das und dann machen wir so eine Ding, so daraus, eine Serie. Ja. Und dann guckst du dir das einfach. Ich warte so zwei, drei Wochen, ich sammle. Als wenn du das machst, du kriegst immer einmal die Woche ein Video hin und willst jetzt was sammeln. Wenn ich ehrgeizig. Aber er ist ja schon Millionär. Ja. Das ist er nicht. Doch. Alleine die Vorsteuer hat ihn lang gemacht. Ja, aber du weißt nicht, wie Geld der verdient. Der kommt doch von so einem iranischen Adelshaus. Nur wirklich, seine Vorfahren sind Adlige. Ja. Ja, im Iran ist ein Adliger natürlich wie ein deutscher Hartz-IV-Empfänger. Aber es ist. Das ist trotzdem eine Adlige. Die haben wenigstens Hartz-IV. Ja, ihr rippt ja nur von den 50 altjährigen Deutschen das Hartz-IV ab. Ja. Am Hotel. Ich fühle mich angegriffen. Du machst rassistische Witze, das finde ich nicht in Ordnung. Ey, manchmal, ich habe auch gerade gar nichts verstanden. Die kichert einfach nur und zeigt auf den. Ja, das sind so Insider. Ja, sind weil wir sind echte Freunde auf YouTube. Ja, nicht wie ihr alle. Doch, ich habe auch sehr viele richtige Freunde. Cheyenne gehört nicht dazu, aber zum Beispiel ich und Miss Bella und Dagi B, wir verstehen uns sehr gut. Ich und Marvin. Ja, dass du dich mit Frauen verstehst, du nein, ich und, machst ich, du mir auch. Ich und Marvin. Du wirkst so ein bisschen warm. Ich und Marvin verstehen uns gut. Ich verstehe mich gut. Mit wem denn noch? Marvin. Michael Smolik, verstehe mich auch gut. Pedro Lombardi, sind alles meine Kumpels. Das ist auch alles deine Kragenweite, das passt. Guck mal, Marvin. Alles so warm. Bitte, Marvin. Ich mag Alter, dich echt. Krankweites. Hallo Frau Tarasso, haben Sie ein Sparkassenkonto, weil ich bin Ihr Enkel? Das ist deine Krankweite. Geil. Ist der geil. Ey, das ist echt geil. Ey Marvin, bitte, ich mag dich echt, ne? Du bist echt ein dufter Kerl. Warum schreibst du bei dem? Ja, weißt du, guck mal, der ist ein richtiger Allmann, ich rufe an, der sagt Salamu alaikum, das ist geil. Ach das ist ein, echt? Ja. So ein ganz weiß, kennst du? Ja, den würdest du von der weißen Wand nicht sehen, Marvin, aber Alpha-Jacke an und einen auf Südländer machen. Ja, krass. Also, wenn du das hörst, bitte schreib in den Kommentaren. In die Kommentare. Ist doch egal. Ich passe mich an, den Zuschauern. Sonst verstehen die mich doch gar nicht. Guck, wie schlau, ne? Nee, das ist gut. Ey, der soll mal eine Story machen. Weißt du, wie der manchmal den erniedrigt, so beim Fußballspiel? Was? Warum, weil ich ihn beim Fußball besiege im Seitenschießen. Wo ist deine Menschlichkeit? Und dann so im Fitnessstudio, ne? Der Arme, der versucht und so, ne? Der sagt so, hä? Mehr kriegst du nicht hin und so, ne? Der ist assi. Ich filme ihn nur, wenn er rumsitzt beim Sport, um ihm zu beweisen, da geht mehr. Ja. Pushen. Das ja, okay, Jordan hat auch gesagt, ey, komm, ich an deiner Seite, wir beide zusammen schaffen es. Ja, sagst, mach ich auch. Du drückst, du elend, hä? Sitzt du da, steh jetzt auf. Ist das Motivation? Ja. Er ist aufgestanden und hat danach 150. Ja, weil man dann zeigen will, ey, ich zeig's dem Penner jetzt, dass der so mit mir redet. Ja, guck, da versteht mich jemand. Du hast einfach nicht die emotionale Intelligenz dafür. Hab ich auch nicht. Wenn jemand so mit mir redet, stech dir ein Messer in den Hals. Ja, ja, das so seid ihr auch. Ja, so. Das hab ich doch von dir. Oh, geile Socke. Ey. Wo geht's denn heute hin? Oh, ich muss noch fliegen und so. Oh. Ja, ich muss noch nach ich Köln. Ich flieg Business Class, diese drei Stühle immer vorne. Die nichts bringen. Ja, die nichts bringen. Da ist einfach nichts. Bist einfach nur zwei Minuten früher. Ich sitze immer 24a. Warum? Weil am 24. hat meine Schwester Geburtstag. Und wofür ist das A? A? Wie ist Aaron. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Für Arschloch wahrscheinlich. So. Ja, und deswegen, ich fliege heute nach Köln.
Was machst du denn was da? Geht da? Geht euch gar nichts an. Erzähl doch mal. Erzähl halt, seid ihr von der Stasi? Wir sind doch Freunde. Wir sind von der Stasi. Wir sind doch Freunde. Du bist aber Freundin mit Schei. Nur weil er dich in FIFA abzieht, erzählst du nicht. Alter, der hat nicht. Okay, wir hatten das Thema vollkommen. Ja, okay. Erzähl mal so, was geht da? Was, ich drehe gerade für Join eine Sendung. Join? Krass, die jeden Penner aufnehmen. Cool. Genau, aber seid ihr da? Nee. Wir sind nicht käuflich. Also mach bitte nochmal den gleichen Satz mit fast. Nee, wir sind nicht käuflich. Natürlich seid ihr käuflich. Wir nicht. Sag mal, gibt's bei Schub noch eine geile Cashback-Aktion? Das ist ja geil. Der ist Assi, ne? Aber der ist auf eine andere Art. Ja, du bist ja so, wenn du Assi bist, das ist genauso wie, wie Felix Lobrecht. Wenn du jetzt gar auf deine nicht. Stand-up. Nein, ich, hör doch mal erst zu. Ich gehe! Ich hab doch gar nichts gesagt. Guck mal, wenn er einen Stand-up-Auftritt hat. Du machst Stand-up? Ja, klar, der ist doch Comedian. Ich strippe auch. Nee, aber Stand-up. Sorry, ich kenne nur die erfolgreichen Stand-up-Comedian. Ja. So, Masud. Kennst du Masud? Der ist witzig. Der ist witzig. Ja. Wie viel füllt der denn, wenn du nur so erfolgreiche Leute kennst? Keine Ahnung, aber immer. Warst du schon mal bei ihm? Ja, war ich. War super. Wie viele Tickets verkauft er? Eine Menge. Ja, sag mir eine Zahl. Eine Menge. Ich sag weiß nicht, 20.000, 40.000? Ja? Das glaube ich nicht, mein Freund. Aber dass du mit den Zahlen nicht so genau bist, sehen wir immer, wie wir spielen. Ja? Ich finde Masud von Erfolg reden. Ich finde Masud super, Maria Clara Goppler, die sind alle witzig und du nicht. So. Du hast ja auch mal, du hast doch mal eine Stand-Up-Show gemacht, oder? Ja, nicht? Lief bloß nicht so gut auf YouTube. Ja klar, weil du ja nur so erfolgreiche Stand-Up-Comedians kennst, die du eingeladen hast. Ja, du, als ich dir geschrieben habe, meinte ich so, ey, ich will ein neues Format, meintest du ja, unter 10 Gage kommst du nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann nicht. Dann nicht. Aber ich wollte ja darauf hinaus, wenn er jetzt auf die Bühne geht und irgendwas Assi-mäßiges mal von sich gibt, ist das Problem, der kriegt wirklich Shitstorm. Aber Felix kann einfach sagen, ey, der Hurensohn, und das ist okay. Ich sag nicht Huren, ich beleidige nie Mütter. Genau, er sagt, das ist okay, und das ist genau bei dir auf YouTube. Du kannst machen, was du willst, es ist okay. Wenn ich das sagen würde, so, ich sag, ey, der ist asozial, das was macht man nicht und so. Aber gar du, nicht. Klar. Nein. Gibt es etwa Rassismus in der deutschen Medienlandschaft? Ich bin komplett entsetzt, das ist ja was ganz Neues. Schein, was erzählst du da? Klär uns doch mal auf. Keine Ahnung. Ja, ich war ja nie auf einer Veranstaltung, ich weiß ja nicht. Doch, ich hab dich bei Shirin David gesehen. Ja, klar, aber das haben wir ja Knacken organisiert, das ist ein Oh. Geil, jetzt wie eine Sirene. Ja, wirklich. Ey, meine Frage wegen nochmal zu Avengers. Das wollte ich die ganze Zeit fragen. Der Typ im Rollstuhl, der mit der Glatze. Das ist nicht X-Men. Ach so, sorry. Ist es nicht der gleiche wie von Picard. Shutter Island, dieser Professor? Picard. Das ist Picard. Bist du krank? Das ist von Star Trek, Captain Picard. Und im Jüngeren spielt es ein jüngerer Schauspieler. Genau. Aber die sehen sich ähnlich aus, ne? Ja. Die sehen sich du ähnlich sagst aus. Alle sehen sich ähnlich, gleich aus. Du denkst auch, du denkst, alle Weißen sehen gleich aus. Oh, jetzt komme ich wieder mit der Rassismuskarte. Oh ja, sorry, dass wir so einen Scherz machen. Wie so, hey, und wie war euer Tag sonst so? Ach so, ja, ich muss ja gleich los. Ja, oh, er muss ja gleich los. Ey, wirklich, ich muss wirklich. Oh, die Zeit verfliegt ja mit euch, Mann. Ja, apropos fliegen. Ja, viel Spaß gemacht. Aaron ist ja wirklich Multimillionär, ja? Nein. Also wirklich Multimillionär. Frag mal meinen Bankberater, da sagt er, das ist ein großer, ich sehe nur rot. Ja, in deinen Konten in Deutschland. Nee, ich habe auch keinen im Ausland. Also, er ist Multi, das weiß man. Ja. Was weißt du denn? Klar. Ja. Was ja. War denn, okay, warte mal. Was war denn, also das dürfen wir ja nicht privat sagen, das geht nicht. Frag dich später. Frag dich später, das sind immer schön, die sagen später. Ja. Irgendwas, ich glaube, der Name Axel ist mal gefallen. Axel was? Irgendwas Axel, ich weiß nicht. Schulz? Nee. Den hau ich noch auf die Fresse. Axel Stein? Warum? Weil ich gegen Axel Schulz mal boxen will, so einen alten Mann. Ja, aber der Typ hat's noch drauf. Ach. Aber Axel Schulz hat immer ein blaues Auge gehabt, ne? Ja. Seine ganze Karriere lang. Und eine Fackelmannmütze. Mensch, jetzt ist aber das Auto. Ja, willst du so einen Promi-Kampf machen? Nee, gegen Axel. Du eher so gegen Leon Mascher. Das wäre so Kampf auf mich. Ja, den hau ich direkt um. Der sucht immer jemanden, gegen den er boxen kann. Ja. Also ihr habt etwa die gleiche Größe. Wer ist Leon Mascher? Doch, den kenne ich auch. Jetzt sage ich auch warum. Also die keine. Wer ist Leon Mascher? Den kenne ich. Der von dem Song, wo Start Over produziert hat. Ah, ja. Hast du auch einen Song mit Start Over gemacht? Start Over ist ein sehr guter Freund von mir. Wer denn? Start Over. Ja, das. Wie heißt der nochmal? Mit Boris Fleck. Boris und mit seinem Stiefpapa oder Papa? Ja, Stiefpapa, genau. Ja. Hey, mit denen, ja. Ich habe die ersten neuen Songs mit Katja gemacht. Echt? Ja. Boah, krass. Katja, wer ist nochmal Katja? Katja, gib's mir Doggy. Ah, ich ja, weiß, du Flex, Sex, Babe. Ey, die waren von dir? Ich hab mit Boris und Katja, haben wir die damals, die war ja bei uns im Management zu der Zeit, da haben wir die drei. Schöne Grüße an Fleck, den ich schon bestimmt 15 Jahre kenne, Minimum. Glückwunsch. Ja, Freunde, kennst du das? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber egal, produzier weiter so anspruchsvolle Texte, wie gibst du mir Doggy? Das ist ja deine Künstler, das ist dein Anspruch. Hauptsache am Abend ist das Armbrot da. So. Guck, Businessmann. Ja. Der denkt nur an Business. Aber Abendbrot schmeckt nicht. Stimmt, wie kann man nur Abendbrot essen? Ja. Ich will abends noch schön essen. Aber was, wenn ich Abendbrot morgens essen will?
Oh, jetzt kommen die so. Jetzt kommen so die Haller von Witze. Die Haller von Witze. Die ist schon bei 7 Tage, 7 Köpfe gab und er denkt, oh, jetzt mache ich die neuen nach und alle denken, wie kreativ ich bin. Mr. John Lennon, gib's mir Doggy. Du anspruchsvoller Songwriter. Nicht, dass meine Witze ihnen das Niveau ihrer Musikkomposition. Hör mal zu. Ich hatte eine Grimme-Preis-Nominierung und war bei Wer wird Millionär. Ey, oh, guck mal, Wer wird Millionär, das ist das Einzige, worauf du dich doch brauchst. Nein, doch, Grimme-Preis. Grimme-Preis. Was ist der Grimme-Preis? Danke, Scheier. So wichtig ist es. Ist ein Preis für intelligente Menschen, den ich nicht gewonnen habe. Die gibt's mir Doggy geschrieben. Ich habe es außerdem nicht geschrieben, Boris hat es geschrieben. Ja, genau, aber du hast sie anscheinend. Also nominiert. Ja, ich habe nicht gekriegt. Warum? Was denkst du? Rassismus? Krass, ich habe so viele Frauen angesprochen, aber nie eine klar gemacht. Dann gebe ich einfach damit an. Was? woran hat es gelegen? Günther Jauch hat nicht seine Scheiße. Günther Jauch und ich waren zusammen nominiert, er hat einfach nicht seine Kontakte fließen lassen. Ja, guck mal, siehst du? Ist er korrekt oder nicht? Was denkst du, was wir. Das hat mit korrekt zu tun. Jetzt sag ich dir warum. Was denkst du, was Günther Jauch auf dem Konto hat? Günther Jauch gehört halt Potsdam. Der hat in Potsdam so viele Immobilien jenseits von Gut und Böse. Ja? Ich glaube, Günther Jauch ist. Dreistelliger Million. 100 Millionen? Mehr. Boah. Viele wissen ja auch nicht, dass Stefan Raab damals bei TV Total so, als er so die zweite Staffel, dritte Staffel verlängert hat, 5 Jahre, hat irgendwie Brainpool 127 Millionen gekriegt. Also da geht es wirklich um Günther Jauch, der hängt voll. Ja. Also die Preise damals beim Fernsehen hast du noch richtig Asche bekommen. Diese Gelder fließen heutzutage nicht mehr. Ja, wenn du nicht in dem Rahmen, schon. Nicht in dem Rahmen. Jetzt also auch für die Leute vor der Kamera. Aber damals hast du so Fernsehdeals bekommen. Ja gut, wenn man nur 5 Minuten beim MDR ist, kriegt man nicht viel. Genau. Ich bin nicht 5 Minuten beim MDR. Ne? Ich beschäftige mich lieber und klicke bei YouTube, gib's mir Doggy. Damit du den ein oder anderen Cent verdienst. Ja, davon kriege ich ja nichts mehr, aber ja, okay. Der ist geil. Oh Mann. Ich lasse Aaron. So, oh. Hey, ich muss los, war voll schön. Ja, ey, voll geil. Ich habe voll Spaß gehabt. Ja. Oh mein Gott. Danke, dass du da warst, Aaron. Kann bitte Sharon die Abmoderation machen, vielen Dank. Ja, machen wir die Abmoderation, komm. Ja, tschüss. Hey Aaron. Ich habe nichts hinzuzufügen. Also Aaron hat lasst ein Abo da, macht die Kanalmitgliedschaft, weil da kriegt ihr Premium-Content für Geld. Was für Abonnentenmöglichkeiten gibt's? Wollten eigentlich nur eine machen. Wie teuer ist die? So 1,99. Dann nimmt doch die Hälfte YouTube. 99 Cent, dann noch Steuern. Dann bleiben vielleicht von euch 40 Cent. Wir sind keine Kapitalistenschweine, so wie du. Machst du 4,99. Ja. 4,99, gut. Guck mal, der ist sehr schlau und korrekt. Er ist sehr weise. Ja. Man muss eigentlich schon auf ihn hören. Mach 4,99. Mann, die Hälfte nimmt sich YouTube. Ja, na und? Wir sind korrekt. Ja, dann mach doch ohne Kanalmitgliedschaft, wenn du so korrekt bist. Ab 40 Cent oder so, dann mach umsonst. Ey, der ist geil. Meine Damen und Herren, das war uns eine Ehre. Aaron hat mich echt gekillt heute. Ja. Der ist echt mal witzig. Wenn er nur so in seinen Videos wäre, das wäre krass. Ja, ja. Guck mal mein Video von der Shirin David Party, ja. Wo ich Scheine rasiert habe. Meine Damen und Herren, Deutsche in der deutschen Musikgeschichte. Ja, Udo Jürgens. Udo Lindenberg. Fahr in Urlaub. Boah, wie lange du brauchst für jetzt den Doggy, wird's noch mal am Ende. Komm, ja, hau raus. Ich mag das. Man muss so etwas tot reiten. Das macht so Spaß, weil ich weiß, dass das so bei dir kitzelt. Das habe ich gespürt. Das ist so. Tot reiten passt wieder zu Doggy. Los geht's. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Danke an Aaron Troschke, danke für seine Zeit. Schaltet demnächst wieder ein. Und in diesem Sinne, letzte Weisheit des Tages. Das Runde passt immer ins Eckige. Eine Fußballfloskel. Das war's von uns. Tschüss. Ciao.